Hallo. Hallo, ihr Lieben. So. Paar Sachen hier noch schließen. So, wenn ihr da seid, schreibt mir doch mal was in die Kommentare, damit ich euch sehe. Ich gehe jetzt gerade hier Facebook Live. Über meinen Laptop. Schau aber jetzt, glaube ich, lieber noch mal trotzdem auf dem Handy. Yes! Auf dem Handy sehe ich es jetzt, dass ihr da seid. Hallo Gabi. Jetzt kommt's mir. Das ist ja langsam hier, meine Güte. Hallo Moni. Hallo Gerlinde, hallo Sabine, hallo Andrea, wow, sogar aus dem Urlaub. Nochmal Andrea. Hi, hi. Schön, dass ihr da seid zum Reichsein. Wenn ihr euch wundern nehmt, was ich für eine Frisur habe. Ich habe gerade meine Haare gewaschen und sie sind noch nass. Hallo Alexis. Hi, ihr Lieben. Ja, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu, ich glaube, es ist mittlerweile der dritte Workshop, den wir hier in der Gruppe machen. Es ist ja immer am dritten Donnerstag im Monat gibt es einen Workshop zu einem bestimmten Thema. Und das Thema, das mir heute so wichtig ist, ist reich sein. Ja. Hier sind ein paar, die kennen mich noch gar nicht. Ich stelle mich mal ganz kurz vor. Ich bin Patricia Dender und ich hatte mal ein ganz beschissenes Leben. Ich war super, super unglücklich. Ich war eine Frau, die war nie gut genug. Habe Betriebswirtschaft studiert, war Unternehmensberaterin und habe mich immer krumm und bucklig gemacht und angebiedert, um endlich gut genug zu sein. Und das Außen hat mir trotzdem immer gespiegelt, dass irgendwas mit mir nicht in Ordnung ist. Ja, und dann habe ich mich verändert. Ich habe mich verändert in eine Frau, die immer perfekt und gut genug ist. Eine Frau, die immer am richtigen Ort ist. Eine Frau, die sorgenfrei ist. Eine Frau, die reich ist. Ja, ich bin reich. Und da kommen wir jetzt gleich mal zum Thema. Warum wollen wir alle reich sein? Warum wollen wir alle reich sein? Wir wollen alle reich sein, weil wir glauben, dass wir nicht reich sind. Wir glauben, wir sind nicht reich. Und ich weiß, wir glauben, Reichtum hat was mit dem Bankkonto zu tun. Reichtum hat was mit Anlagen zu tun. Das ist Reichtum. Aber das ist nur die Manifestation oder eine Art und Weise, wie sich Reichsein manifestiert. Und zuerst muss ich mal rausfinden, was Reichsein für mich denn heißt, damit sich das hinterher in meinem Bankkonto, in meinen Vermögenswerten manifestieren kann. Weil wenn ich tatsächlich nur denke, reich sein heißt, ich habe ein volles Bankkonto und ich habe ganz viel Vermögen, dann weiß ich, dass das den allermeisten Menschen, die das jetzt hier hören, nicht genügt. Weil die Menschen, die mir jetzt hier zuhören, die wollen reich sein, um frei zu sein. Ihr wollt alle frei sein. Ihr wollt frei sein von Unterdrückung, von eingesperrt, von Fremdbestimmtheit, von Manipulation und von Kontrolle. Und deswegen wollt ihr reich sein, weil ihr meint, dass das damit ein Ende hat. Und ich kann euch nur eins sagen, das sind zwei verschiedene Stiefel.
Und das wisst ihr selber, vielleicht ist es euch nicht bewusst, dass es ganz, ganz viele Reiche da draußen gibt, die nicht reich sind, die nicht frei sind, die nicht unmanipuliert sind, die ihre freien eigenen Entscheidungen treffen dürfen, können, sich das erlauben. Das ist niemals eine logische Konsequenz von viel Geld auf dem Bankkonto oder viel Anlagevermögen. Im Gegenteil, oftmals sind die, die finanziell Reichtum angehäuft haben, die Leute, die am allerwenigsten frei sind. Und genau aus diesem Grund sind viele hier nicht reich, weil sie immer noch das Bild von Reichtum haben, dieses Bild, das uns vorgegaukelt wird, dieses Bild, das uns immer wieder gezeigt wird, was und wie Reichtum aussieht. Und da möchte ich euch jetzt mal anregen, bitte hier rein zu schreiben, wie für euch individuell, für jeden Einzelnen, für dich da draußen, wie Reichtum aussieht, wie sich das für dich zeigt, was für dich Reichtum bedeutet. Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare rein, damit wir hier mal sammeln. Was bedeutet für dich Reichtum, reich sein? Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns da klar werden. Was das für uns, für mich persönlich, was das für mich persönlich bedeutet, wenn ich reich bin. Ja? Also stell dir die Frage, was bedeutet es für mich, eine reiche Person zu sein, eine reiche Frau zu sein? Und dann schreib mal bitte in die Kommentare zwei, drei Sätze, zwei, drei Punkte, was es für dich bedeutet, reich zu sein. Du kannst dir auch vorstellen, du sagst, ich bin reich, ich bin eine reiche Frau. Und du sagst mir das jetzt, du sitzt mir ja jetzt hier gegenüber und sagst, ich bin eine reiche Frau und das bedeutet für mich, dass ich selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Genau, Selbstbestimmtheit. Ich bin eine reiche Frau und das bedeutet für mich, was habt ihr da noch? Mein Reichtum bedeutet für mich, und dann mach einfach den Satz fertig. Mein Reichtum bedeutet für mich das. Schauen wir mal hier. Fülle, Freiheit, Unabhängigkeit, Erfülltheit, ein Gefühl der Unabhängigkeit. Wenn ich mir einfach all das leisten kann, was ich möchte, ohne zu überlegen, ob ich das Geld dafür habe. Freiheit, meine Passion zu leben. Finanziell versorgt zu sein, um alles erleben zu können, was ich mir wünsche. Vollkommen gesund, vital zu sein. Limitlos ein außergewöhnliches Leben zu leben. Seht ihr, Reichtum hat nichts mit Geld zu tun. In erster Linie. So, was ihr alles geschrieben habt, das ist Freiheit, Erfülltheit, Unabhängigkeit. Und wenn ich euch jetzt sage, dass ihr zuerst so leben müsst, dass ihr zuerst reich leben müsst, reich denken, reich fühlen, reich handeln, reiche Entscheidungen zu treffen. Alle Entscheidungen frei zu treffen, ohne über Geld nachdenken zu müssen. Ganz genau. Und das ist so, so wichtig.
dass wir das üben, dass wir diese Energie, diesen Seinszustand kennenlernen. Und das ist die erste Hürde, die uns vom Reichsein trennt. Weil wir trauen uns nicht mal, wir trauen uns selten, so zu denken, als wäre ich reich. Wie denkt eine reiche Person? Ich kann entscheiden, was ich will. Hier habt ihr es geschrieben. Es ist grenzenlos. Ich kann entscheiden und machen, was ich will. Ich bin unabhängig. Das heißt, mir kann keiner was vorschreiben. Mir kann keiner sagen, was, wann und wie ich zu tun habe. Das ist Reichtum. Und das seht ihr, dass dieses Gefängnis, das wir uns gebaut haben, dass es nur ein scheinbares Gefängnis ist aus Geld. Weil diese freien Entscheidungen zu treffen, diese Unabhängigkeit zu leben, die kann ich mit meinem Kontostand jetzt tatsächlich schon leben. Das heißt nämlich nicht, dass ich alles in teuer haben muss. Teure Freiheit, teure Unabhängigkeit, teure Erfülltheit. Warum glaube ich, dass ich das alles in teuer haben muss? Diese Freiheit, die Entscheidungen zu treffen, ohne über Geld nachdenken zu müssen, das ist das. Deswegen wollen wir reich sein. Und zuerst müssen wir wissen, welche Entscheidung würde ich treffen? Welchen Lebensstil würde ich mir kreieren? Was wäre mein Lebenskonzept? Wie lebe ich? Wo lebe ich? In welchen Beziehungen lebe ich? Und all das hat immer noch nicht mit Geld zu tun. Schreibt mir mal auf, was ihr alles nicht tut, weil ihr nicht reich seid. Schreib mal auf, was du machen würdest sofort, wenn du reich wärst. Was wäre das allererste, was du machen würdest, wenn du reich wärst? Wenn du dir um Geld keine Sorgen machen müsstest, was wäre das allererste, was du tun würdest? Spür mal in dich rein und schreib's einfach auf und sagst, ich würde sofort das machen. Ich bin mal gespannt, was ihr reinschreibt. Wenn du jetzt reich bist, jetzt, wir machen einen Quantensprung, wir machen einen Zeitsprung. Du bist jetzt in der Version, hier sitzt du mir gegenüber, der Version, die reich ist an Geld. Was wäre das allererste, was du tun würdest? Welche Entscheidung würdest du treffen? Welche Entscheidung würdest du jetzt sofort treffen? Wir sind jetzt hier. Wir haben einen Quantensprung gemacht. Wir haben die Zeit kollabieren lassen. Und jetzt bist du reich. Alles vom Fachmann machen lassen, wozu ich Lust habe. Wozu hast du Lust? Schreib's rein. Wozu hast du Lust? Was soll der Fachmann machen als allererstes? Viel mehr reisen, Job kündigen, neue Wohnung. Weiter, schreib noch mehr rein. Was würdest du jetzt machen, wenn jetzt der Moment ist, wo du weißt, wo du wahrnimmst, wo du ganz klar bewusst wahrnimmst, wow, jetzt bin ich reich. Jetzt ist Geld kein Limit mehr. Wohnmobil kaufen und losfahren. Ein Jahr reisen. Eigenes Business überall auf der Welt zu Hause sein. Schaut mal, ihr wollt alle weg. Ihr wollt alle weg.
Ihr wollt reisen. Mehrere Wohnungen mit Koch, Hotels buchen, reisen. Eins zu eins mit dir buchen, Flieger buchen, dich einladen. Alles reparieren, neu machen, schön machen, dann reisen. Haus renovieren lassen, Haus kaufen, Business verwirklichen. Schaut mal, ihr habt so viele Ziele und noch einmal auswandern. Merkt ihr, was die meisten hier schreiben? Merkt ihr, was wirklich der Grundtenor ist? Der Grundtenor ist, ich will anders leben. Ich will einen anderen Lifestyle haben. Alles, was ihr geschrieben habt, heißt, ich möchte einen gewissen Lifestyle. Ich möchte einen Lifestyle haben, wo ich alles neu machen kann, wo ich alles schön haben kann. Ja, Haus renovieren, Haus kaufen, wo ich mir helfen lassen kann. Koch, Reisen, Gesundheit, vital sein. Wohnmobil kaufen, losfahren. Schau mal, ihr wollt Grenzen sprengen. Ihr wollt alle los. Ihr wollt los. Und doch geht ihr nicht los, weil ihr nicht reich seid. Aber ihr könnt jetzt schon losgehen. Ihr könnt jetzt euch schon bewegen. Und es ist so wichtig, dass wir das tun, dass wir jetzt schon diesen Vibe, diese Energie kreieren. Die bedeutet, ich bin reich. Ich bin frei. Ich kann jederzeit losgehen. Und da muss ich ganz, ganz tief reinschauen, weil es ist immer so leicht dahergesagt. Und jetzt piekse ich mal richtig mit dem Finger rein. Wer würde tatsächlich sofort morgen losfahren, wenn das Geld auf dem Konto wäre? Wer würde sich das total sofort möglich machen und seine Sachen packen und losfahren? Und wer hätte noch so viel vorher zu erledigen? Wer müsste zuerst noch abwickeln, aufräumen, Hund versorgen, Kind versorgen? Schau gleich mal jetzt hier noch runter. Ja, Leichtigkeit. Wer würde tatsächlich sofort, wenn das Geld jetzt da wäre, einfach gehen? Und wenn du schreibst, ich würde jetzt gehen, im Ausland leben, dort mein Business skalieren, Dinge abgeben, auf die ich keine Lust habe, morgens meinen Smoothie auf dem Tisch haben. Bin auf dem Weg dahin, das ist wundervoll. Ich betrachte mich schon als reich, denn es gibt keinen Mangel in meinem Leben. Alles kommt, ist ein Mehrwert. Ja, sofort mein Plan steht. Weil ich sage es euch selber aus meiner persönlichen Situation, bis ich mich tatsächlich wirklich so frei gefühlt habe, von allen Begrenzungen, von allen, ich muss doch, das hat eine Weile gedauert. Und es ging niemals darum, ob ich mir das Flugticket zahlen kann, ob ich mir die Reise zahlen kann, ob ich das Benzin zahlen kann. Das war niemals der Punkt, der mich tatsächlich abgehalten hat, die Freiheit, diese Flexibilität, dieses ortsungebundene Business wirklich zu leben. Da war so viel Gefängnis noch da. Trotz Geld und finanziellen Möglichkeiten war da Gefängnis. Wecker schon gestellt, morgen geht's los. Und da dürft ihr noch mal hinschauen. Wie frei lebe ich denn jetzt schon wirklich? Wie klar spüre ich das? Das ist das eine. Und der zweite Punkt ist,
Wie viel Geld steht mir zu? Wie reich darf ich sein? Woher darf mein Reichtum kommen? Und da sind auch wieder so viele Bedingungen versteckt, die mir nicht erlauben, richtig viel Geld anzunehmen. Richtig viel. Und diese Bedingungen, die müssen weg. Weil eine Frau, die reich ist, die weiß, dass sie jeden einzelnen Cent, jeden einzelnen Euro, jede 1000 Euro, jede 10.000 Euro, jede 100.000 Euro verdient hat. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele sagen, klar habe ich das verdient. Klar habe ich das verdient. Klar habe ich jeden Monat 10, 20, 50, 100.000 Euro verdient. Aber glaubst du das wirklich? Spürst du das wirklich? Wer spürt das? Wer spürt, dass er jeden Monat, ich sage jetzt mal eine Zahl, 50.000 Euro verdient hat? Und ich sage extra verdienen, weil das in unserer deutschen Sprache extra auch schon so belegt ist oder man es so sagt, dass es zu verdienen ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Wer spürt, dass es für ihn gedacht ist, dass es für sie gedacht ist, 50.000 Euro monatlich zu empfangen? Schreib mal rein. Wer kann es fühlen? Wer kann es richtig schon fühlen? Schreib mal rein, ja oder nein. Kannst du es fühlen? Kannst du es wirklich fühlen, wie das ist, wer du bist, wie du lebst, wie du denkst, wie du die Welt siehst, wie du deine Beziehungen siehst, wie du deine Entscheidungen triffst, wenn du 50.000 Euro im Monat verdienst? Ich, ja, komm lauter Ja's. Nein, das wäre super, das ist Glauben, nein. Das wäre super, ist ganz klar, nein, nein, schreibt die Alexis, nein, schreibt die Christiane. Ganz genau. Und das ist der Punkt. An Verdienen hängen dann wieder Gedanken, wie viel harte Arbeit, nicht mehr so stark, aber tief innen immer noch der Gedanke. Die Gabe, die übt täglich. Die, die Nein gesagt haben, sagt mir doch mal bitte, warum ihr das nicht fühlt. Ich kann es mir vorstellen, fühle mich aber so müde am Ende des Tages. Wenn ich 50.000 Euro hätte, jeden Monat, ist es dann normal für mich, dass ich müde bin? Wie will ich mich fühlen mit der sicheren Wahrheit und Klarheit, dass jeden Monat 50.000 Euro auf mein Konto, in mein Leben kommen? Also, nochmal, die, die Ja gesagt haben, dieses echt spüren können. Euch stelle ich jetzt noch mal eine andere Frage. Warum aus deiner Sicht kannst du diese 50.000 Euro noch nicht sehen? Wenn du sie schon fühlen kannst, wenn du sie spüren kannst, wenn du dich als diese Person wahrnimmst, warum kannst du diese 50.000 Euro noch nicht sehen jeden Monat? Warum ist da noch nicht die Zahl auf deinem Konto? Und alle die, die Nein
geschrieben haben, ich kann es noch nicht fühlen. Die können jetzt gerade noch mal einen Moment warten. Jetzt machen wir nämlich dann gleich eine Übung. Also für euch, warum ist die Zahl noch nicht auf dem Konto? Habt ihr da eine Antwort? Ihr könnt es fühlen, ihr könnt es euch vorstellen, aber die Zahl ist noch nicht auf eurem Konto jeden Monat. Warum nicht? Gute Frage. Gute Frage. Das Außen lügt nicht. Die Manifestation im Außen kommt in dem Moment, wo ich im Innen diese Frau bin. Wenn ich ganz klar diese Frau bin, diese reiche Frau bin und ich keinen Zweifel mehr habe, keinen Zweifel mehr. Ha, da kommt's. Keinen Zweifel mehr habe, dann muss das Außen mir das widerspiegeln. Das heißt, solange mein Pushed-Out, mein Out-Push, mein outgepushtes Leben mir das noch nicht beweist, dass ich die bin, bin ich sie noch nicht. Ich bin genau jetzt in diesem Moment bin ich genau die im Inneren. Ich pushe genau dieses Leben aus, dass ich glauben kann, dass wahr ist. Ich sage es nochmal. Genau in diesem Moment pushe ich das Leben aus, das für mich wahr ist. Und da gibt es keine Lüge. Und die Ute hat jetzt hier geschrieben, ich bin auf dem Weg dahin. Oft bin ich zu teuer für potenzielle Kunden. Und darum kaufen sie nicht. Und das glaubst du. Und das pushst du aus. Es ist immer das, was du glaubst und was du für wahr hältst. Und das siehst du im Außen. Im Außen siehst du die Reaktion von potenziellen Kunden, dass du zu teuer bist, weil du das glaubst. Und genau das ist es, was wir glauben, wird ausgedrückt. Es ist, mein Leben ist mein Ausdruck. Pushed out ist ein Ausdruck meiner selbst. Mein Business ist ein Ausdruck meiner selbst. Meine Beziehungen sind ein Ausdruck meiner selbst. Meine Familie ist ein Ausdruck meiner selbst. Meine Gefühlswelt ist ein Ausdruck meiner selbst. Meine Ansichten und Meinungen ist ein Ausdruck meiner selbst. Und das ist der Grund, warum dieses Geld, dieser Reichtum, den sich manche vorstellen können, noch nicht da ist. Weil sie den Ausdruck ihrer selbst noch nicht verändert haben. Weil sie noch nicht das ausdrücken, was sie im Außen sehen wollen. Dieses Gesetz lügt niemals. Niemals. Und das Geile an der Sache ist, dass ich immer weiter tiefer arbeiten kann an dieser Sache. Wer muss ich sein, damit sich Reichtum in meinem Leben ausdrückt? Wie möchte ich gerne, dass sich Reichtum in meinem Leben ausdrückt? Das habt ihr vorher geschrieben. Ihr habt geschrieben, ihr möchtet, dass sich Reichtum in eurem Leben so ausdrückt, wie Haus kaufen, Haus renovieren, nochmal auswandern, Handwerker einstellen. Ja, und diesen Ausdruck muss ich in mir innen kreieren. Ich muss mich so sicher fühlen. Ich muss wissen, wie ich mit Handwerkern umgehe. Ich muss wissen, wie ich Handwerker anleite. Ich muss wissen, wie es ist, wenn ich die Dinge abgebe, wenn das mein Wunsch ist, ja? Ich kann lernen,
kleine Sachen in Auftrag zu geben. Und wenn es nur ein kleiner Gefallen ist, wenn es noch ein kleiner Gefallen ist, dass ich diese Frau bin, die Aufträge vergibt an Handwerker, an das Leben, ja? Diese Frau muss ich sein. Dann das nächste ist, ich bin auf dem Weg, erlaube mir, kaufe, was mir gefällt, mache mir keine Sorgen, habe jetzt im Urlaub den nächsten geplant. Und das ist schon mal ein ganz genialer Anfang, das wirklich zu machen und zu leben. Aber diese Sache mit diesen Sorgen, die müssen wirklich weg sein, diese Sorgen. Weil wenn ich glaube, dass wenn ich reich bin, dass ich dann keine Sorgen habe, weil Geld ja meine ganzen Sorgen auslösen würde, da bin ich ja dann auch wieder auf dem Holzweg. Ich muss jetzt die sein, die ins Vertrauen geht. Ich muss jetzt die sein, die keine Sorgen hat. Ich muss jetzt die sein, die sich zeigen darf als diese Person, die das ausdrückt. Ja, was ist mein Ausdruck? Wie stehe ich da? Wie rede ich mit den Leuten? Was erlaube ich mir zu wollen? Auch im Sinne von Preisen. Wenn ich selber nicht hinter meinem Preis stehe, vorher zu der Uta, dann werden mir die Kunden zeigen, dass es zu teuer ist. Wenn ich nicht davon ausgehe, dass es in Ordnung ist, dass Dinge für mich gemacht werden, sogar gratis, dass vielleicht ein Handwerker kommen kann oder ein befreundeter Handwerker mir Dinge abnehmen kann. Wenn ich merke, ich wäre nicht okay damit, dann habe ich es hier auch schon wieder rausgefunden. Ich bin nicht reich. Ich bin nicht reich an Hilfe. Ich bin nicht reich an Unterstützung. Ich pushe das nicht aus. Ich pushe diesen Reichtum nicht aus. Und nochmal, das hat überhaupt nichts mit Geld zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass ich diesen Lebensstil auspushe und verkörpere. Und dann ist es egal, was die Sachen da draußen kosten. Versteht ihr, was ich meine? Und da ist meistens, in den allermeisten Fällen, noch Arbeit zu tun. Diese Arbeit, welche Frau ich bin, was ich spreche, worüber ich spreche, wie klar ich über meinen Wert spreche, über meine Aufgabe, über meine Vision, wie klar es für mich ist, dass das wertgeschätzt wird, wie klar es für mich ist, dass ich das outpushe, dass ich Kunden outpushe, die das gerne bezahlen, dass ich Kunden outpushe, wenn ich jetzt mal ins Business gehe, die gerne mit mir arbeiten. Wer, wie denke ich? Wie? Denke ich. Wer bin ich, der nur noch mal auswandern kann, wenn er reich ist? Ja, Sabine, du bist auch ausgewandert und warst nicht reich. Du kannst jetzt jederzeit wieder auswandern, ohne reich, jetzt schon reich zu sein, aber du kannst im Kopf diese reiche Frau sein, die wählen darf, wo sie wohnt. Wir haben immer noch so viele Einschränkungen. Wir haben immer noch diese Vorstellung, dass da im Außen jemand ist, der uns die Dinge nicht möglich macht. Dass da im Außen Menschen sind, Situationen sind, die uns nicht gönnen, die uns nicht bezahlen wollen, die uns nicht reich haben wollen. Und genau diesen ganzen Prozess müssen wir durchgehen. Dann, wer ist da in meinem Leben? Wer betrachtet mich? Das pushe ich out. Ich pushe das out. Mit wem rede ich da draußen? Mit wem habe ich es zu tun? Wer ist meine Familie? Wer sind meine Kunden? Wer bin ich für meine Kunden? Wer bin ich für die Welt? Wer bin ich für die Familie? Die wenigsten haben hier ein Konzept hinterlegt,
von einer reichen Frau. Und das gilt es zu tun. Das ist reich sein. Dass ich dieses Konzept hinterlege und lebe. Und da wir nicht reich waren, da wir nicht reich geboren wurden, kennen wir dieses Konzept nicht. Aber wir kennen die Prinzipien der Schöpfung und der Kreation. Und wenn wir diese Prinzipien der Schöpfung und Schöpfung und Kreation kennen, können wir uns ein Konzept aus den Fingern saugen. Tatsächlich. Und das ist die Bedingungslosigkeit der Schöpfung und der Kreation. Es gibt keine Bedingungen. Es gibt einzig und allein einen Seinszustand, der mir gefällt, den ich mir aus den Fingern sauge und den ich verkörpere und dann das auspusche. Und das ist das Geilste am Reichsein. Ich kann reich sein, wie ich will. Ich kann reich sein und leben, wie ich will. Ich kann die Frau sein, die ich will. Aber ich kann es jetzt schon und ich muss nicht warten, bis ich reich bin. Sondern ich kann jetzt schon meinen Wert dokumentieren. Ich kann jetzt schon meine Klarheit dokumentieren. Ich kann jetzt schon meine Wahrheit dokumentieren. Ich kann jetzt schon die sein, die so reich lebt. Und warum bin ich es nicht? Weil ich es mir erst traue, wenn. Wenn dann, wenn dann, wenn dann. Aber ich muss ja nicht lügen und ich muss ja auch nicht sagen, weiß Gott, wie viel Geld ich habe. Sondern ich muss einfach als diese reiche Frau, diese wertvolle Frau, die ein wertvolles Business auch hat, die ein wertvolles Leben hat, die sich ein wertvolles Leben ja schon lange kreiert hat. Darauf darf ich sowas von stolz sein. Das ist mein Reichtum, das sind meine Assets. Und wir haben alle so viele Assets, wir haben so viele Vermögenswerte, die wir schon kreiert haben in unserem Leben, aber wir geben denen keinen Wert. Und das müssen wir lernen. Wir müssen zuerst diesen Werten, die wir schon haben, diese Anerkennung geben, dass sich noch mehr Wert auspusht. Wenn ich eine bin, die Wert hat und die Wert auspusht, dann kommt da noch mehr und da kommt noch mehr und da kommt noch mehr. Und das ist das, was die meinen mit der Dankbarkeit. Und ich kann mich nicht zwingen, dankbar zu sein für etwas, was ich nicht anerkennen kann, was ich nicht sehe. Dann wird es irgendein Gelaber, dann wird es irgendein Mantra. Aber ich muss mich hinsetzen und ich muss mir klar darlegen, wie viel Wert ich schon ausgepusht habe und wie viel Wert ich immer wieder weiter auspusche, dass da draußen die Reflexion dieses Wertes da ist. Und dann spüre ich das. Und dann sehe ich das Geld. Dann sehe ich das Geld. Aber es ist so der Weg. Es geht so rum. Es geht nur so rum. Und das braucht einfach einen riesengroßen Shift, dass ich von dieser Frau, die ich kennengelernt habe, im Human Design, im limitierten Sein, im bedingten Sein, einen großen Sprung mache und alle Erlaubnisgeber aufleuchten, die mir nachher erlauben, diese Frau zu sein, die ich ohne Einschränkung bin, die ich ohne Fehler bin, die ich ohne Meinung, dass ich vielleicht falsch bin oder noch nicht gut genug, die ich bin, ohne dass ich noch irgendetwas dazu lernen muss. Und das ist das Game, das ist das Spiel, das ist wirklich dieses Spiel. Und dieses Spiel, dass ich von diesem Human Design mich erhebe, in eine neue Welt gehe, die ich neu erschaffe, die ich mir aus den Fingern sauge. Dazu muss ich wissen, wie diese Prinzipien funktionieren. Und dann kann ich das immer mehr und mehr fühlen, dann kann ich das immer mehr und mehr sein.
dann weiß ich immer weniger, wer ich mal war. Und da sind so viele Sachen noch, was die anderen denken, was denkt mein Partner. Und das ist die letzte Frage, die ich dir mitgebe. Was erwartest du, wie die Welt dich sieht, wenn du jetzt reich bist? Erwartest du Neider? Erwartest du Missgunst? Erwartest du Verurteilungen? Musst du dein Reichtum dann verstecken? Oder kannst du heute schon als diese reiche Frau dich so fühlen, ohne dass du ein einziges Statussymbol hast, ohne dass du irgendeine Marke anhast, im Bikini, im Bikini. Die Reichen haben auch nur Bikinis an. Ja, kannst du das? Traust du dich? Wie fühlst du dich in deinem Bademantel als Reiche? Bademantel ist Bademantel. Ich erwarte, dass Sie sehen, was ich für eine coole Sau bin. Gut, dann sei die coole Sau, die du zeigen willst. Push diese coole Sau aus. Sprich so, zeig dich so. Mach so einen Job, mach so ein Business. Verhalte dich so gegenüber von anderen Menschen. Wie verhalte ich mich als reiche, coole Sau? Wie? Warum mache ich es denn nicht jetzt? Und das ist genau das, was jeden Moment verkörpert werden muss. Und dann in dem Moment, wo diese reiche Frau sich, wenn wir einfach nur mal den ganzen lieben langen Tag anschauen, dass du dich mehr als diese reiche Frau fühlst, als in Zeit, also länger, öfter, als die Frau, die nicht reich ist. Wenn du das geschafft hast, morgens als die reiche Frau aufzustehen, den Tag als diese reiche Frau zu verbringen und am Abend als die reiche Frau ins Bett zu gehen, dann bist du angekommen. Und dann gibt's Cash. Aber erst dann gibt's Cash. Wenn du morgens aufstehst und erstmal bis zum Mittag brauchst, bis du einigermaßen gut drauf bist, und dich sorgenfrei und unterstützt und geliebt und vom Leben geliebt fühlst, da hast du schon mal den halben Tag als arme Frau verbracht. Und wenn du es dann weiterschaffst bis zum Nachmittag, dann hast du schon mal richtig gut geschafft. Und wenn du es dann vom Nachmittag noch bis zum Abend schaffst und bis zum Gespräch mit deinem Partner, dass du dir vorstellst und siehst, wie er dich sieht in deinem Reichtum, in deinem Erfolg. Und wenn du dann auch noch deine Selbstgespräche on point hast und im Ohr hörst, wie er dich lobt und wie er sagt, oh mein Gott, ich bin so, so glücklich, dass ich mein Leben mit dir teilen kann. Dann kommt das Geld. Wenn du deine Kunden hörst und wirklich in deinem Ohr, in deinem Herzen spürst, wie sehr sie sich dich wertschätzen und wie sehr sie gerne mit dir zusammenarbeiten, gerne von dir Inputs, Unterstützung, Coaching, was weiß ich nicht, was annehmen. Wenn du das spürst, wenn du abends ins Bett gehst, in diese wunderbare Erfülltheit, dass du so einen riesengroßen Unterschied im Leben der Menschen machst, dann kommt das Geld. Dann kommt das Geld. Und dass du diese Frau bist und dass du dir das immer wieder erlaubst und wieder erlaubst und wieder erlaubst und jeden Moment erlaubst, dich so zu fühlen und zu wissen, dass das dann outgepusht wird, weil du das Universum bist, weil du der Schöpfer bist, weil du entscheidest, wer du bist, wer die anderen sind, wie viel Geld dir jemand geben kann, wie viel Geld du auf deinem Bankkonto hast, weil du entscheidest, was du für einen Lebensstil hast. Weil du es entscheidest und nicht das Geld. Nicht das Geld, das auf deinem Bankkonto ist. Das entscheidet es nicht, sondern es entscheidest du, indem du in deine Power kommst und indem du
in dieser Power durch dein Leben gehst. Und jeden Tag ein bisschen mehr. Jeden Tag ein bisschen mehr und jeden Tag ein bisschen mehr. Und jeden Tag wird es dir klarer und klarer, dass du der Outpush dieses Lebens da draußen bist. Und dass du dieses Leben, das du jetzt da draußen outpusht, vielleicht noch nicht bewusst geplant hast, vielleicht noch kein bewusstes Konzept dahinter hast, keine bewussten Ansichten und keine bewussten Überzeugungen, die du dir aus den Fingern saugst und selber einfach nur so bestimmst, dass es ist. Wenn du das kannst und wenn du dir die Zeit dazu genommen hast und wenn du dir die Mühe dazu genommen hast, immer wieder genau dahin zu schauen, wo es dich das nicht machen lässt, wo es dich nicht reich sein lässt, wo es dich nicht diese geniale, wunderbare, geliebte, unterstützte, freie, selbstbestimmte Frau sein lässt, dass du das jedes Mal wieder hochbringst, transformierst, hochbringst, transformierst. Und das ist der Job. Und die Frauen, die sich wirklich auf den Weg machen, die werden schnell vorankommen. Und die Frauen, die immer noch warten, bis es sich von selber erledigt, die werden halt länger brauchen. Und ich kann dir nur eins ans Herz legen. Treff eine Entscheidung und gehe so, so stark dafür. Treffe eine Entscheidung, welche Frau du sein willst. Treffe eine Entscheidung, wie du gesehen werden willst von dieser Welt. Treffe eine Entscheidung für deinen Lebensstil, für dein Lebenskonzept. Treffe diese Entscheidungen unabhängig von dem, was irgendwann mal war. Unabhängig, wie du mal warst. Unabhängig davon, wie deine Eltern waren. Unabhängig davon, was in deinem Leben jemals passiert ist. Fange heute neu an. Und lasse nicht zu, dass irgendetwas, was dir nicht entspricht, dein Leben bestimmt. Weil in Wahrheit bist du frei. In Wahrheit kannst du haben, was du möchtest. Aber du musst die Frau sein, die das so krass lebt. Die das einfach so krass lebt. Die die Ohren, die Augen, alle fünf Sinne vor den Dingen verschließt, die sie nicht haben will. Die nicht sich irgendwo reinziehen lässt, die sich keine Angst machen lässt, die sich nicht stoppen lässt, sondern die weiß, ich bin der Generator meines Lebens, meine Energie generiert das, was ich outpushe. Und es kann mir nichts und niemand hier irgendwie erzählen, dass es anders läuft. Nichts und niemand kann mir sagen, dass ich nicht reich bin an Kraft, an Power und an Outpush-Möglichkeiten, wie es mir gefällt. Und das bedeutet, du musst dich von deinem verdammten Human Design komplett freimachen, strippen, ausziehen. Da darf nichts mehr bleiben, was Reichtum entgegensteht. Was alles mit Reichtum für dich zu tun hat. Reichtum heißt Schönheit, Reichtum heißt Reisen, Reichtum heißt Anerkennung, Reichtum heißt Sinn des Lebens, Reichtum heißt Wirkung erzielen, Reichtum heißt Bedeutung. Das heißt alles Reichtum. Und du musst alles abstrippen, was in deinem Kopf dir noch irgendwie sagt, dass du nicht der Reichtum bist. Dass du nicht der Schöpfer bist, dass du nicht die Frau sein kannst, die du sein möchtest, egal welche Geschichte du gehabt hast, egal wo du geboren bist, egal was jetzt auf deinem Bankkonto ist. Das musst du heute Nacht abstrippen. Am besten gehst du noch unter die Dusche und sagst, Schluss jetzt mit dieser alten Version von mir, die nicht reich ist. Und morgen stehe ich auf in meinem verdammten Reichtum. Und ich denke und ich fühle und ich handle dementsprechend, was eine reiche Frau macht, was eine erfolgreiche Frau macht. Und dann sitze ich so am Frühstückstisch. Und dann kriege ich Schiss.
Und dann erinnere ich mich wieder dran, wer ich wirklich bin. Dann erinnere ich mich wieder dran, wie das Leben funktioniert. Dann erinnere ich mich dran, dass alles durch mich entsteht, dass ich die bin, die ich sage, die ich bin. Und dass das Leben das ist, wo ich sage, dass es das ist. Dass mein Körper das ist, was ich sage, was mein Körper ist. Und dass alle Menschen in meinem Leben, in meinem Universum genau das sind, was ich sage, was sie sind. Und dann geht es mir wieder gut. Und dann mache ich die Arbeit, dann mache ich die Arbeit, dann mache ich die Arbeit. Und mit diesem Workshop, wenn du das alles umsetzt, was ich dir jetzt gesagt habe, wird sich schnell viel verändern. Und wenn du möchtest, dass du bei uns dabei bist, in der Divine Design Business und Leadership Akademie, dann kannst du immer noch kommen. Auch wenn du nicht vorhast oder vorhattest, ein Business draus zu machen, aus deinen Angelegenheiten, aus den Dingen, die für dich bedeutsam sind, dann überleg dir nochmal, warum du hier bist. Überleg dir nochmal, wie du den Rest deines Lebens verbringen willst. Überleg dir nochmal, wie du es denn gerne hättest, dass man dich sieht da draußen. Als welche Frau? Warum dein Reichtum so wichtig für dich ist? Überleg dir das gut. Und überleg dir, ob du wartest oder ob du es jetzt einfach schnell machst. Weil so, so viele warten und ich habe selber so viel gewartet. Hallo, 53 Jahre bin ich jetzt alt. Ich habe es zwar geschafft, mir einen einigermaßen guten Körper zu erhalten, aber nichtsdestotrotz hätte ich mir viele, viele Jahre sparen können, wenn ich mich selber kennengelernt hätte früher. Wenn ich selber jemanden gehabt hätte, der mir diese Inputs, die ich alle einzeln channeln musste, und alle einzeln umsetzen musste und sagen musste, was heißt es für mich in diesem Leben? Was heißt es für mich in diesem Leben? Jeden einzelnen Input, der ist von mir gechannelt. Jedes einzelne Frage, die du mir stellst in meinen Programmen, das ist die Frage aus der absoluten, die Antwort aus der absoluten Wahrheit. 100%. Immer nach dem gleichen Prinzip. Und ich habe es jetzt raus. Und ich möchte es dir lernen und ich möchte, dass du Zeit sparst. Ja, ihr Lieben, es ist wirklich dieser Weg. Ich würde mich freuen, wenn noch ein paar sich helfen lassen würden, das wirklich schnell umzusetzen. Und mir geht es echt nur darum, dass du erfolgreich bist und dass du genau das, was du bei mir lernst, das ist meine große Vision, dass alle, die das verstanden haben für sich so, so tief, dass sie das weitergeben. Weil wir brauchen dieses Wissen. Wir können nicht mehr warten und Videos anschauen und was will mir das Universum sagen und wie manifestiere ich Zeug im Außen, weil das nie richtig funktioniert. Wenn wir immer noch versuchen, da draußen Sachen zu bewirken, obwohl wir genau wissen, dass das Außen eine Reflexion von mir ist, von mir alleine, dann muss ich doch nicht hingehen und mir ein einziges Auto manifestieren. Dann muss ich doch nicht hingehen und mir einen Traumpartner manifestieren. Dann muss ich doch hingehen und die Frau werden, die verdammt nochmal dieses geile Leben hat. Und da ist alles included. Die Gesundheit, der Traumkörper, das Geld. Das geht nicht anders. Ja, und ich wünsche mir das so sehr. Aber ich muss doch, ich will doch das Ganze. Ich will doch das große Ganze. Ich will doch nicht so viel Zeit verschwenden und sagen, okay, jetzt erst das und dann erst das und dann erst das. Sondern ich weiß doch, wenn ich hier die Frau bin, die all ihre Wünsche und Träume verkörpert, dass ich dann alles auf einmal haben kann. Ja eben, wie switche ich sofort in ein gutes Gefühl, wenn es doch mal einen Nackenschlag gibt? Es gibt keinen
keinen Nackenschlag, wenn ich aufhöre, da draußen rumzuwerkeln. Wenn ich aufhöre, meine Rückschlüsse aus meiner eigenen Reflexion zu ziehen, dann gibt's keine Nackenschläge mehr. Dann gibt's keine Enttäuschungen mehr. Dann gibt's gar nichts mehr, weil da draußen bin nur ich. Und wenn ich da draußen sehe, dass die Dinge nicht für mich sind, dann bin ich eine Frau, für die das Leben nicht ist. Und wenn ich eine Frau bin, die für die das Leben nicht ist, dann muss ich zu der Frau werden, für die das Leben ist. Dann muss ich die Frau werden, die gerne bezahlt wird. Dann muss ich die Frau werden, die geliebt wird. Dann muss ich die Frau werden, die anerkannt wird. Dann muss ich die Frau werden, die wichtig auf dieser Welt ist, die was zu sagen hat, die was bewirkt. Und dann kriege ich gar keine mehr ins Gesicht, keine mehr in den Nacken, dann wird mir kein Bein mehr gestellt, weil ich bin da, wo die Musik spielt. Die Musik der Kreation, der Schöpfung, der Generation, aller Energien, in meiner Vorstellungskraft, in mir, in dem, wer ich glaube, dass ich bin, in dem, wer ich glaube, dass die anderen sind, in dem, wer ich glaube, dass mein Geld ist, in dem, wer ich glaube, was mein Partner ist, in dem, was ich glaube, was mein Business ist. Da gibt es keine Nackenschläge mehr. Da weiß ich einfach nur, danke für die Information. Offensichtlich bin ich hier noch nicht die, die ich gerne, die ich sein muss, damit ich das outpushe. Macht ja nichts. Macht ja nichts. Eins meiner absolut wichtigsten Coachings ist, das macht ja nichts. Es ist so, so wichtig. Und ich kann euch nur sagen, macht euch auf diesen Weg. Es ist eine Arbeit. Und ich sage es immer wieder, diese Arbeit passiert mit Stift und Zettel. Diese Arbeit passiert nackig. Ich muss mich nackig machen. Es kann nicht sein, dieses Human Design, manche nennen es Ego. Das braucht kein Mensch, wenn ich hier mein Divine Design haben kann und wenn ich weiß, dass ich die Schöpferin bin und gut und richtig und geliebt und perfekt bin, dann werde ich so ein Leben, so ein Lebenskonzept, solche Ansichten, solche Überzeugungen rauspushen. Und wenn ich nicht glaube, dass ich als reiche Frau gut, perfekt, liebenswert, unterstützt, gewollt immer am richtigen Ort zur richtigen Zeit bin, dann werde ich nicht reich. Punkt, Ende, aus. Amen. Geht nicht. Ich muss es alles integrieren in mein Divine Design. Da muss alles rein. Ich brauche alles im Divine Design. Ich brauche meine Kunden im Divine Design. Ich brauche das Geld im Divine Design. Ich brauche meinen Körper im Divine Design. Ich brauche mein Aussehen im Divine Design. Ich brauche meine Stimme im Divine Design. Ich brauche meine, was weiß ich nicht was, meine Wohnung, mein Auto, alles. Ich brauche das alles im Divine Design. Ich kann es nicht betrachten aus einer menschlichen Ego-Perspektive. Das ist nicht in Ordnung, das ist nicht gut genug, das reicht mir nicht, das ist nicht perfekt und so weiter und so fort. Und das ist das, was den riesengroßen Unterschied macht. Wenn du das gelernt hast, wie du alles transformierst in dein Divine Design, weil du bist Gott, also muss alles aus Gott gemacht sein. Und wie ist es, wenn es von Gott gemacht ist und nicht von dem Menschen? Dann ist es ohne Grenzen. Dann ist es ohne Bedingungen, dann ist es ohne Einschränkungen, dann ist es perfekt. Also ihr Lieben, eine Stunde wollte ich machen. Dieser Workshop soll dich dazu anregen, auf jeden Fall diese Arbeit zu tun und diese Person zu werden, die du sein musst, damit du dieses Leben lebst, das du leben willst. Und das bedeutet,
dass du zuerst klar haben musst, was für ein Leben du leben willst. Und dann im Rückschluss sagen musst, wie bin ich dann? Wie denke ich dann? Wie fühle ich dann? Wie meistere ich mein Leben? Wie manage ich mich? Das ist diese hohe Kunst, weil wir haben es alle auf die eine menschliche, limitierte Art und Weise gelernt. Und das müssen wir alles in die Tonne schmeißen, um es aus der göttlichen Perspektive herauszusehen. Und da bin ich eine gewisse, erhabene Person über ganz viel Bullshit. So, ihr Lieben, also vielen, vielen Dank. Wer noch Fragen hat, wirklich für das Business-Programm, hier geht es wirklich darum, dass es für die Frauen ist, die alles wollen. Die Frauen, die alles wollen. Und warum Business? Weil ich möchte, dass du hinterher bereit bist, das, was du gelernt hast, deine Erfahrung, deine Transformation, dass du dafür Geld entgegennimmst, weil du anderen Menschen aus der Scheiße hilfst. Und weil es anderen Menschen so, so viel wert sein darf und weil du das entscheidest, wie viel wert es sein darf, aus der Scheiße rauszukommen, aus diesem verdammten menschlichen Gemache, Getue, nicht gut genug, was mir echt auf den Keks geht, weil es die größte Lüge der Menschheit ist. Wir sind alle perfekt, wir sind alle absolut jetzt schon mit allem ausgestattet, was wir jemals brauchen müssten, könnten. Und diese Lügen müssen aus dieser Welt verschwinden. Und diese Lügen verschwinden nur aus der Welt, wenn genügend Menschen die Wahrheit sagen. Und solange wir noch dabei sind und versuchen, hier weiter eine Lüge mit der anderen zu überdecken, dann wird diese Wahrhaftigkeit einfach noch eine Weile dauern. Und es gibt immer wieder noch mehr und mehr Sachen da draußen, die dir suggerieren, dass du noch nicht gut genug bist. Aber du bist es. Du musst es nur lernen, es zu sein. Genauso wie, dass du reich bist. Du musst nur lernen, es zu sein. Alle, die dir Geld aus der Tasche ziehen, weil sie dir sagen, du bist immer noch nicht gut genug und musst das noch lernen und du musst da noch lernen und du musst hier noch lernen und das musst du noch können und da musst du noch besser werden. Nein, musst du nicht. Du musst es nur lernen zu verkörpern. Und dazu musst du das, was dem entgegensteht, zurücklassen. Alles klar. Also ihr Lieben, ihr könnt es, ihr schafft es, jeder kann es, aber ihr müsst diesen Bullshit loslassen, der euch immer noch irgendwo einredet, es geht nicht oder ich bin nicht beschützt oder das kann ich nicht machen, das darf ich nicht machen. Das bringt uns nicht zu unserem Reichtum, weil Reichtum ist, ich bin so reich, ich hab so alles. Mir fehlt so nichts. Ich bin so gut. Und wenn ich das nicht spüre, dann zeigt mir das Geld das auch nicht. Schönen, schönen Abend, ihr Lieben. Tschüssi.